Guten Morgen aus Alanya. Mal wieder super heiß. Bin im Schatten geflüchtet. Ich wollte jetzt mal ein Update über den Hausbau zeigen. Hab gefühlt, glaube ich, irgendwie lange nicht mehr aufgenommen. Hab jetzt einen Instagram-Kanal gemacht. Habe aber auch da festgestellt, so dass man da hochkant filmen muss und nicht quer. Sieht nicht so gut aus. Deswegen muss ich jetzt zweimal noch alles abfilmen. Aber ja, egal. Ne? Instagram-Kanal ist der Verkaufskanal mittlerweile geworden und deshalb werde ich dort das auch in Hochkant dann halt filmen, damit die Interessenten oder Käufer den Bautfortschritt auf jeden Fall sehen können. Ja, dann zeigen wir mal, was bisher passiert ist. Für den Eingangsbereich haben wir jetzt ein Motiv genommen. Verklinkert ist es jetzt auch mittlerweile. Die Tür, die wird demnächst ausgetauscht. Ist nicht so, wie ich es bestellt hatte. Ich habe eine breite Tür hier. Und dann will man ja auf jeden Fall noch die Tür öffnen können. Und die kann man leider hier nicht. Ja, mittlerweile haben wir hier, okay, schwarz. Man sieht ja nichts. Ah. So, jetzt. Mittlerweile haben wir hier Marmor, Boden drin. Treppe ist auch schon erledigt. Wir haben hier die Alu-Fensterrahmen drin, leider noch ohne Scheibe, kommt noch in 10 Tagen. Kein Plastik. Die Aufzugstüren, die müssen noch geändert werden. Ja, Bad, die Fliesen sind dran. Hier sind die restlichen Rahmen. Die werden dann jetzt. Oh Scheiße, was ist denn das für ein Griff? Ist das der Griff, den ich wollte? Doch, war der Griff gewesen, den ich wollte. Mal sehen, wie es hier ausschaut. Ja, Boden fertig. Wir haben auch schon hier schon Schränke ausgesucht. Das ist die Aussicht vom Wohnzimmer. Klimaanlagen sind jetzt auch bestellt. Das heißt, demnächst kommen auch hier die Klimaanlagen rein. Gucken, wie es unten ausschaut. Beim Stick hier ist ja echt eine Katastrophe. Schaltet bei Lichtverhältnissen nicht um. So, hier sind die Fensterrahmen auch drin. Okay. Schon mal positioniert alles. Hier haben wir einen Rahmen schon drin. Hier kommt noch der Rahmen. Okay. Wird dann wohl in der laufenden Woche erledigt. Boden alles schon fertig. Türrahmen. Türrahmen. Innentüren kommen dann auch demnächst. Dann ist das Haus quasi fertig. Der Maler kommt dann auch noch rein, nochmal. Mal gucken, ob wir machen jetzt eine Testwand, ob das gut aussieht oder nicht gut aussieht. Und wenn es gut aussieht, werden wir das dann komplett weitermachen. Ja.
Sehr schön. Fliesen liegen schon mal hier. Das wird als nächstes gemacht. Aber erst wenn die Fenster dran gebaut worden sind, allen drum und dran. Hier soll ja noch ein Kinderpool hin und noch eine Mauer, bevor die Fliesen kaputt machen und so ein Scheiß, machen wir das zuerst und dann die Bodenfliesen. Der Pool, der wird extremst geil isoliert werden. Wir machen eine Isolationsschicht, dann machen wir nochmal verputzen und dann noch eine Isolationsschicht, bevor wir die Mosaiksteine hier reinmachen. Hier fehlt noch eine Treppe, die machen wir dann noch. Ja, ansonsten, also ich denke mir mal so, Ende des Monats sollten wir das Haus fertig haben. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wieder super heiß und das morgens früh, also in der Sonne hält man es hier nicht aus, das ist eine Katastrophe. Es wird glaube ich noch wärmer, also egal, was soll's, ich mache jetzt hier Feierabend und bis demnächst, ciao.